Hallo allerseits und willkommen zu diesem kleinen und feinen Infovideo. Ich habe nämlich morgen meinen vierten Let's Player Jahrestag und jetzt seht ihr mal live, wie das aussieht. Ich wollte ein ganz tolles Special machen und ich dachte mir, ja, denkst du später drüber nach, ist ja noch hin und ja. Jetzt ist es schon soweit und ich hatte überhaupt keine Idee. Also habe ich gestern bei Facebook und Google Plus mal ein bisschen rumgefragt und der Michael Bender, ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig, hat vorgeschlagen, dass ich ein Frage- und Antwort-Video mache. Und ich habe beschlossen, ich mache daraus einen Stream. Und oh, warum sehen die Haare hier oben so doof aus? So. los geht es morgen Mittwoch, der 4. Februar 2015. Auf hitbox.tv/Nyasu. Los geht's um 19 Uhr bis ca. 21 Uhr, je nachdem wie viel los ist. Es wird ein Stream sein von mir mit Cam. Und ihr könnt dort im Chat alle Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Bitte jugendfrei bleiben. Also nicht fragen, keine Ahnung, schlucken oder spucken oder sowas. Das ist A, nicht witzig. B, interessiert das, glaube ich, nicht so ganz viele Leute, hoffe ich. Und ich werde eh nicht drauf antworten. Natürlich dürft ihr nicht nur was zum Thema Let's Plays fragen. Fragt mich zu meinen Katzen, meiner verrückten Familie. Fragt mich über Anime, über meine Kindheit oder was immer euch einfällt. Natürlich dürft ihr auch Fragen zum Thema Veganismus stellen. Ich würde euch aber bitten, da keine komplette Fragerunde draus machen. Ich meine, es ist ein interessantes Thema. Es ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema. Aber ich will nicht, dass der ganze Stream unterm Strich darauf hinausläuft. Wenn ihr keine Möglichkeit, Chance, was auch immer habt, dabei zu sein, könnt ihr unten in die Kommentare auch eure Fragen stellen. Die werde ich dann, wenn sie sich denn eignen, vorlesen und auch dann im Stream beantworten. Vielleicht in einer Zeit, wo gerade nicht viele Leute da sind, die Live-Fragen stellen wollen. Und auf Nyasu LP wird dann das Ganze hochgeladen, auch also auf meinem momentanen Zweitkanal, weil die Strikes ja leider immer noch da sind. Naja, man hat es nicht leicht. Die könnt ihr dann, also ihr könnt also auch den Stream und die Fragen und die Antworten auf eure Fragen, falls ihr nicht dabei wart, dann in dem Video sehen. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich habe kein Skript. Das ist jetzt alles ganz spontan, weil die Lichtverhältnisse sind ziemlich mies, wenn die Sonne untergegangen ist. Deswegen muss ich das bisschen Tageslicht ausnutzen, was wir noch haben. Ich würde mich freuen, wenn ziemlich viele von euch dabei sind. Stellt mir all die Fragen, die ihr schon immer fragen wolltet. Ich werde nicht auf alle Fragen antworten. Also wenn es mir zu privat wird oder so, ihr wisst, meine Schmerzgrenze da ist ziemlich, ziemlich hoch. Ach, Bubu! Quatsch nicht dazwischen! Komm mal hier! Na komm! Ja, kommst du jetzt oder nicht? Ja, geht doch. Komm hier. Komm mal hier, Dicker. Na komm, dich wollen doch auch alle Leute sehen. Alle wollen den Bubu sehen. Ja, oh, da ist er. Hallo, sag mal hallo. Oh, Teddybär. Ja, jetzt habe ich hier also so einen dicken Kater am Schoß. Kleine Unterbrechung. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Wie gesagt, ihr wisst, dann nicht. Ihr wisst, ich beantworte sehr viele private Fragen, auch wenn es dann Leute gibt, die sagen, ja, so, das geht gar keinen was an, mach das doch nicht so öffentlich, aber es ist, ich gebe ja nichts bekannt, was irgendwie schlimm ist. Es gibt auch kaum was, was mir peinlich ist. Hoi, Suse. Da, jetzt seht ihr ihn da hinten gehen. Und wusch, weg ist er. Bubu. Wenn die Lilly doof ist, hau sie halt zurück. Also ich werde eigentlich so gut wie alles beantworten, aber bitte halt, wie gesagt, keine sexuellen Fragen und auch keine Fragen zu Namen. Also ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht, wenn jetzt jemand sagt, wie heißt dein dritter Freund und wo wohnt er? Das ist, weiß nicht. Das will wahrscheinlich keiner wissen, aber mir fällt jetzt gar kein besseres Beispiel ein an Fragen, die ich nicht beantworte. Also ich werde auch keine Fragen beantworten, die die Persönlichkeitsrechte anderer Leute verletzen. Das war's eigentlich auch schon. Ach so, falls eure erste Frage lautet, ja so, warum hast du in deinem Infovideo eine Perücke auf? Dann liegt es einfach daran, dass ich einen Haufen Perücken habe und viel zu selten Gelegenheit habe, die zu tragen. Und ich dachte mir, so ein Video ist eine gute Gelegenheit. Also das ist meine Gummiperücke, wie man sieht. Eigentlich ist die grün, aber hier im Video, oh, spiegelverkehrt gucken ist nicht so einfach. Hier im Video ist die erstaunlicherweise
Türkis. Die Kamera hat so ein bisschen komische Farbeinstellungen, aber sieht trotzdem ganz gut aus und es juckt gerade hier. Ziemlich dolle. Ja, ich werde wahrscheinlich morgen im Stream auch Perücken tragen. Vielleicht werde ich die auch zwischendurch wechseln. Ich habe mittlerweile zwei Gummiperücken. Die Flatterschei-Perücke. Die Bulma-Perücke. Die Geistermädchen-Perücke. Diese eine schwarze Perücke. Noch eine blaue. Und ich habe acht, glaube ich. Man kann nie genug Perücken haben. Ich will noch mehr kaufen. Ja, und wie gesagt, werde ich die einfach ein bisschen vorführen, weil ich sonst die immer nur rumhängen habe. Und die sind ein bisschen schade dazu, sie nur ein, zweimal im Jahr auf Messen zu tragen. Und falls jemand das wissen möchte, nein, das wird natürlich keiner sehen können, was ich für ein T-Shirt anhabe, aber es ist ein Hello Kitty T-Shirt. Ja, ich muss ja meinem Stil treu bleiben, ne? Also wie gesagt, morgen 19 Uhr auf hitbox.tv/Nyasu. Und stellt mir alle Fragen, die euch schon immer auf der Seele gebrannt haben. Entweder live oder in den Kommentaren. Und ja, Ende spätestens um 21 Uhr. Sollte eher nichts mehr los sein, vielleicht auch schon eher. Aber boah, jetzt piekt mir das im Auge. Aber ich denke mal, viele von euch werden einige Fragen haben. Aber wie gesagt, 21 Uhr ist auf jeden Fall Schluss. Jetzt rennt der Buch da hinten wieder durchs Bild. Also 21 Uhr ist auf jeden Fall Schluss. Denn ich muss ja früh raus. Und das war's für jetzt. Bis morgen. Tschüss. Ja, genießt nochmal meinen Hintergrund. Die Helga und Heather und Pyramid Head. Oh, die Helga sitzt da voll verloren. Die Arme. Ich muss ihr da mal irgendjemanden nebensetzen. Ja, ich sorge mich auch um meine Körnerkühe.